Guten Abend, Brettkin. Ich konnte es gerade mal wieder nicht lassen, durch die Dimensionstür zu gehen. Alter, warum ist das so schwarz? Ist das einfach nur ein Lichtbug? Okay, es sieht mega krass aus. Edscore ist gerade was futtern. Was ist das? Oh nein! Was? Was habe ich getan? Leute, was passiert hier gerade mit mir? Alter, ich habe Angst. Kennt das irgendwer? Weiß irgendwer, was es damit auf sich hat? Was ist das? Unraveled Fabric. Hat irgendwer eine Ahnung, wo ich hier gerade bin? Da ist das Auge. Monolith. Ach, ich glaube, wenn man das anguckt. Wenn man das anguckt, dann wird man geportet oder so, kann das sein? Kann ich die kaputt hauen? Alter, was tun die? Was passiert gerade mit mir? Kann mir irgendwer sagen, was das ist? Was hier gerade mit mir passiert? Also ich freue mich ja, wenn ich euch unterhalte, aber ich habe gerade echt ein bisschen Bammel hier, was das hier ist. Da ist eine Kiste, glaube ich. Ich laufe einfach mal, ne? Wahrscheinlich porten die mich eh gleich wieder irgendwo hin. Alter, ich hab Angst. Hilfe! Wo bin ich hier? Komme ich hier wieder raus? Was muss ich tun, damit ich hier wieder rauskomme? Diese Türen sind auch irgendwie endlos. Es gibt tausende von denen. Irgendwann verhungere ich. Zur Not bitte ich einfach Edscore darum, seine Owner-Skills zu verwenden und mich hier raus zu teleportieren. Wie abgefahren ist das denn? Ah nein, ich will ja nicht cheaten, also zur Not springe ich irgendwie in den Tod. Ist mir dann auch egal. Alles, was ich dabei habe, kann ich auch wieder bekommen. Aber was ist das? Kann ich den zerstören? Das stört den gar nicht. Guck mal, der kriegt null Damage. Und jetzt portet mich das Auge wieder. Oh, diese Musik dazu ist echt krass, ne? Jetzt lande ich wieder irgendwo. Hilfe! Kann mir vielleicht, also kennt das irgendwer? Kann mir irgendwer sagen, was es damit auf sich hat? Vielleicht? Bitte? Brettkin, du kennst dich aus mit Hexen, habe ich gehört. Was ist das hier? Warum bin ich hier? Was muss ich tun, um wieder zurückzukommen? Ist das Lava? Kann ich hier runterspringen? Ist das eine gute Idee? Es blinkt. Oder ist das hier Ende? Ende Gelände. Sollte ich da reingehen oder lieber nicht? Was ist das? Was ist das? Ach, du olles Auge, lass mich in Ruhe. Es wird immer dunkler. Kann ich darauf gehen? Ich glaube, ich kann darauf gehen, oder? Oh! Ach, wie abgefahren. Jetzt bin ich wieder im Forest.
Okay. Ich speichere mir das mal eben hier, ne? Augendimension. Alter, wie abgefahren war das denn? Ey, ich hab richtig, also für einen kurzen Moment hatte ich richtig Angst, Leute, ne? Das hat mir gerade ganz schön, also ich habe das Bedürfnis, wegzugehen. Ich möchte bitte nur noch Minecraft Vanilla zocken. Das ist mir zu krass. Das ist mir einfach zu krass. Das ist mir einfach, also das ist. Wo bin ich denn jetzt? Also ich bin gar nicht so weit. Ich bin gar nicht so weit. Ich bin gar nicht. Nee, ich bin gar nicht mehr im Forest. Ich bin jetzt wieder in der normalen Welt. Oder? Ich bin wieder in der normalen Welt. Ich soll mich damit auskennen? Ich dachte, vielleicht du, also. Der Bär schaut auch schon so gruselig aus mit seinen weißen Augen. Ist ja auch nicht so ganz normal, oder? Schaut nicht so ganz gesund aus, der Jute. Als ob diese gruseligen Türen nicht ausreichen. Nein. Jetzt kommen ja auch noch gruselige Bären. Na gut, ich werde jetzt einfach schnurstracks nach Hause laufen. Ich mache einfach eine Kuh. Ich mache einfach die Augen zu, links und rechts, und laufe einfach. Ich höre einen Zombie. Aber das ist mir egal. Oh, was haben wir da? Ein Haus auf dem Berg. Das muss ich eben angucken. Hat ja gut geklappt. Aber das interessiert mich jetzt doch nochmal. Also, wenn der Edscore gerade da wäre, dann würde er. Ein Polarbär haut er von mir ab? Nein. Das fände ich auch äußerst seltsam, wenn ein Eisbär von mir abhauen würde. Hallo? Alter, lass mich in Ruhe. Eine Cave Spider? Warum ist hier eine Cave Spider? Da hinten ist auch so ein. Ach so, hier ist so ein alter Turm. Nee, okay, ich wollte eigentlich hoch zum Haus. Ich wollte mir doch nur den Bären einmal anschauen. Also die Polarbären gehören vermutlich hier in dieses Polargebiet. Ist das gut, zu diesem Haus hochzugehen? Ich bin mir nicht sicher. Aber es zieht mich in die Richtung. Ach, das ist normales. Ach Gott, dass es das auch noch gibt. Wuhu! Ein ganz langweiliges, normales. Ist das gesund hier? Wie abgefahren. Oh, guten Abend, der Follower-Sound. Alter, hab ich mich gerade erschrecken. Erschreckt. Guten Abend, Lanius LP. Danke für den Follow. Also gesund sieht das hier auf jeden Fall nicht aus. Muss ich ja mal so sagen. Und das hier übrigens auch nicht. Versuchen die sich hier ernsthaft Polarbären zu halten? Alter Falter. Nee, 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 nee. Ein Meteor. Wo ist er? Da ist er. Ja, den hole ich mir. Ich lasse mich auch überhaupt nicht ablenken, ne? Was habe ich eben gesagt? Ich gehe schnurstracks nach Hause. Oh, ich höre den Sound. Der muss hier irgendwo sein. Ganz in der Nähe. Ich höre ihn. Da höre ich ihn. Ja! Wuhu! Das ist mein. Ein Star Piece. One Piece. Anstatt One Piece, dann Star Piece. Da habe ich irgendwas leuchten gesehen. Das ist bestimmt auch noch was Spannendes. Ey, dieses Hexet macht mich fertig, Leute, ne? Das macht mich fertig. So. Ach so, hier ist wieder so eine Meteoritenstelle. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht, ne? Ja, gute Nacht, sagt er. Was habe ich denn gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, für mich wird es wahrscheinlich auch so langsamer Zeit. Ich habe auch mega Hunger gerade, merke ich selber.
Aber ich irgendwie dieses Hexe, ne? Ich wollte mir auf jeden Fall, ich wollte auf jeden Fall noch nach Hause gehen, bevor ich hier. Aber ich lasse mich so leicht ablenken. Oh, ich dachte schon, das wäre zu hoch. Ich wollte nach Hause gehen, bevor ich Schluss mache für heute, weil du hast es ja selber festgestellt. Guten Morgen, guten Abend, keiner weiß genau, wie was gerade Sache ist. Von daher wird es für mich wahrscheinlich auch so langsamer Zeit. Ich höre ein Pferd. So, dann springe ich mal durch die Bäume. Ich weiß nicht, Lanius LP, kennst du denn Hexit? Bist du so ein kleiner Hexit-Crack? Selbst ich habe mich erschrocken. Ja, also ich kenne ihn ja eigentlich schon, aber es war jetzt eine ganze Weile still. Die Uhrzeit spricht für sich. Und ganz plötzlich kam dann und ich dachte so, wow! Ach, ich hatte keine Axt mehr. Verdammt. Na gut, Bäume sammeln kann ich später immer noch machen. Puh. Ja, naja. Ja, ich werde jetzt nur eben noch nach Hause gehen. Und dann denke ich auch so langsam mal Schluss machen. Ich wollte eigentlich heute meinen kleinen Schrein zu Ende bauen. Aber wie das so ist, ne? Ja, Lanius, dann kannst du mir mal eben sagen, wie diese Welt heißt, wenn man durch eine Dimensionstür geht und dann sind da lauter Augen. Also dann sind da Augen und die teleportieren einen immer hin und her. Ich habe das gerade eben zum allerersten Mal erlebt und ich habe mich so erschrocken. Ich hatte ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Aber nur ein bisschen. Ja, Hundi, du gehörst zu uns. Oder auch nicht? Konnte man die nicht? Ach nee, mit Knochen, ne? Ach verdammt. 6 Stück. Könnte knapp werden. Zack, gehört er uns. Sehr schön. Oh, hier ist noch einer. Hundi! Wo ist der andere hin? Da. Ja, 2 Hundis. Sehr, sehr cool. Wir haben Hundis. Haha. Beifuß. Beifuß. Kommt her. Ja, sehr brav. Braver Hundi. Ich guck noch mal eben, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ach, was haben wir denn hier? Mountainous Desert. Das sieht irgendwie aus wie so fette Pyramiden oder so. Wie das heißt, weiß ich leider nicht, aber ich kenne diese Welt. Voll gruselig, oder? Also, ich war da voll so. Boah, was ist denn jetzt los? Weil, also, ich habe so gar nicht damit gerechnet, ne? Ich bin mal durch eine Dimensionstür gegangen und ich bin noch nicht mal weiter durch eine Tür gegangen, sondern da hat mich so ein Auge angeschaut. Und ich dachte so, schaust du mal zurück, ist halt ein Auge. Was kann mir so ein Auge schon was Böses denken, was Böses tun? Und dann war ich plötzlich in dieser anderen Augenwelt und dann habe ich Angst bekommen. Das passiert, wenn man in einer Dimensionswelt runterfällt. Ach so, okay. Ja, ich weiß nicht. Also mich hat das Auge angeguckt und dann hat es mich immer doller angeguckt und dann hat es mich einfach weggemacht. Dahin in diese seltsame Welt. Oh, jetzt, ah, okay. Jetzt hat mein Hexit gerade kurz gesagt. Ich mag nicht mehr. Was habe ich denn hier? Unraveled Fabric. Ach, genau, das ist aus dieser komischen Augenwelt. Unraveled Fabric. So, Hund Nummer 1. Das sind so riesen Hände mit Augen. Waren da Hände? Weiß nicht. Ich glaube, ich habe nur Augen gesehen. Honi, alles in Ordnung? Was jaulst du denn? Wo ist überhaupt Honi 2? Hier kriegst du mal lecker Steak von vorgestern.
Das macht dem Hund ja nichts, ne? Oder ein bisschen Döner. Gammelfleisch. Hundi? Hundi. Wo ist Hundi 2? Dass man die immer abhängt, das finde ich auch äußerst nicht gut gelöst. Muss ich mal so sagen, ne? Eigentlich dauert es extrem lange, bis man dort rauskommt. Melli, kannst du eigene Musik machen? Ich bin nicht Melli, ich bin Franzi. aus dieser Welt, ja. Ich weiß nicht genau. Also, vielleicht hatte ich irgendwie Glück. Ich bin dann nach unten gegangen und da war so ein komischer, andersfarbiger Boden. Und da bin ich raufgegangen und dann bin ich hier in der normalen Welt wieder aufgetaucht. So ein Dimensionsboden, keine Ahnung. Also ich hatte erst überhaupt Schiss, darauf zu gehen, weil ich so dachte, so, dann bin ich bestimmt gleich tot oder so. Oh, hier steht ein Grabstein. Nein! Mein eigener! Ja, ich bin noch überhaupt gar nicht oft gestorben. Nein, nein, überhaupt nicht oft. Hier mitten in der Welt steht irgendwo ein Grabstein von mir. Ah, ich bin auch fast schon wieder zu Hause. Ich sehe schon den Vulkan auf der Map. Auf der Mappe. Ich guck mal nochmal eben. Was ist das hier eigentlich? Ah, da kann ich ja mal eben vorbeischauen. Da unten muss ich hin, damit ihr Bescheid wisst. Nö, ich heiße in MC, heiße ich auch. Nimm dir hier, wenn ich irgendwas schreibe. Bla, blub. Ich bin überall, nimm dir. Da verwechselst du mich wohl. Ich bin eigentlich Franzi. Aber das macht nichts. Es sind so viele neue Gesichter und so viele neue Leute. Da bringt man gerne mal was durcheinander. Geht mir auch so. Gomme HD war mal tagelang dort gefangen. Ja, dann hatte ich wohl gerade irgendwie ein bisschen Glück, muss ich gestehen. Aber ich hatte... Ja, also Hexe bringt mich zwar öfters mal ums Leben, aber eigentlich immer nur, wenn ich Krempel dabei habe. Ich hatte vorhin auch schon Schweineglück. Da hatte ich nämlich einen aufgeladenen Creeper zu Besuch, die wohl auch mega, mega selten sein sollen. Wo ist jetzt Hundi hin? Hundi? Ich höre dich noch. Und der hat sich in die Wand festgebackt, sodass er... Ach, da oben. Oh, da guckt er mich an. Oh, wie süß. Und genau, der aufgeladene Creeper hatte sich in der Wand festgebackt, sodass ich ihn einfach kaputt machen konnte, beziehungsweise er selber kaputt gegangen ist. Und deswegen nicht komplett alles in die Luft gesprengt hat. Das war auch mega Glück einfach. So, jetzt kommen wir hier zu meinem vorzeitigen Bau, den ich hoffentlich bald beenden kann. Weil ich bin nicht so der rosa Freund, aber ich habe hier mit Rosa gebaut. Oh, da begrüßt mich schon mein Pferdchen. Oh, jetzt leckt's. Ah, jetzt geht's wieder. Da ist er. Mein Rappen. Naja. Er ist nicht schwarz. Aber er ist trotzdem ein tolles Pferd. Und hier ist übrigens Fridolin. Fridolin, der Frosch. Mein erster Freund. Kann ich ihn auch was füttern, damit der Gammelfleisch mag er mich. Lauf einfach, der Hund teleportiert dich zu dir, wenn du zu weit weg bist. Ja, das funktioniert oft. Aber manchmal auch nicht. Und dann hat man... Also ich hatte ja eben auch eigentlich zwei Hunde getamed. Aber der eine Hund ist ja schon wieder weg. Und er, wenn er hier am Zaun steht... Ja, vielleicht habe ich Glück, wenn ich nur laufe, dass er sich zu mir teleportiert. Ja, da ist er. Aber manchmal ist das halt auch so, dass die dann einfach sozusagen den Anschluss verlieren und dann einfach wegbleiben. Puh. Ja gut, dann bin ich erstmal wieder zu Hause. Juhu. Dann könnt ihr hier mein tolles rosa Haus begutachten. Ich schäme mich fast ein bisschen davor. Also, wer hier neu beim Stream ist, ihr könnt euch ja die Aufzeichnung anschauen. Dort habe ich mindestens schon 100.000 Mal erklärt, was es damit auf sich hat. So, ich kann ja mal den Hund... Hund?
Hund, warum bist du dort oben? Den Hund einfach mal hier hinsetzen. Den Hund hier hinsetzen. So. Star Peace. Was? Der zweite Hund ist weg, weil er vom Kaktus gekillt wurde, als ich in der Wüste war? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich passe da auf meine Hündchen auf. Oh weh, der arme Hund. Es tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Ja, naja, ne? Passiert. Kollateralschaden, sagt man doch. Wie gemein einfach. So, hier habe ich noch Schleime. Hier habe ich auch noch Schleime, genau. Toll, jetzt habe ich eine eine Torchberry. Oh, Lanius, dir gefällt die pinke Werkbank. Das ist schön. Hier, extra für dich. Eine pinke Werkbank. Sie ist komplett pink. Also hier haben die Werkbänke haben halt die Farbe von dem Holz, aus dem man sie macht. Und hier diese Eukalyptusbäume, die spucken halt dieses pinke Holz aus. Naja, so ist das, so ist das. Ja. Nehme ich mir gleich nochmal die Beeren mit. Ich müsste auch schon wieder was futtern. Hau ich mir hier mal ein gekochtes Steak rein. Habe ich hier noch irgendwas? Nö. Habe ich hier noch was? Nö. Scrap Meat. Ja, gut. Wie lange streamst du noch? Ich glaube, das ist die Frage, die mir gerade echt zugute kommt, denn ich werde sie nutzen, um zu sagen, dass ich. Jetzt habe ich das aus der Kiste geholt. dass ich genug habe für heute. Das heißt, ich werde. Ich werde den Stream jetzt auch beenden. Und wo stelle ich mich denn am besten hin? Ich glaube vor den Heiligenbaum. Ich glaube, das ist eine gute Abschlusssicht sozusagen. Das war ein Witz mit der pinken Werkbank. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, du. der heilige Eukalyptus wünscht euch allen eine gute Nacht. Genauso wie ich. Wie ich das jetzt tun werde. Schön, dass ihr dabei wart. Das war echt ein cooler Abend heute. Vorhin erst mit Mundraub, der 24-Stunden-Stream. Jetzt noch mit Terra, mit dem ich ein bisschen durch den Nether gewandert bin. Und zum Schluss noch mit dem lieben Edscore, mit dem ich mir noch den Forest ein bisschen angeschaut habe. Dann diese total abgefahrenen Türen, die da waren. Ey, ich war so geschockt einfach. Und jetzt noch mit euch. Das freut mich, dass ihr dabei wart und dass ihr zugeschaut habt. Und ich wünsche allen eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.